Hallo, ihr Lieben. Heute gebe ich Impulse zur Atmung. Ein bisschen eine andere Form der Atmung, die ich sonst immer auch weitergebe, die ganz praktisch ist, denn wir atmen jeden Moment, das uns hier das Leben schenkt. Und auch ist ganz wichtig, die tiefere Bedeutung des Atems zu fühlen, zu erfassen. Diese Weisheit, ja, zu erkennen, ist existenziell. Heute gebe ich einen Teil der Atmung als etwas Kreatives weiter, um das Weibliche und das Männliche in Harmonie zu bringen, Ausgleich. Ja. Das ist für die Männer wichtig und für die Frauen wichtig. Auch die Frauen haben zu stark nach diesen männlichen Prinzipien gelebt. Und zwar geht es darum, dass so wichtig ist, dass wir in der Fülle leben. In der Fülle, sagen wir, sich selbst zu füllen, zu erfüllen, aufzutanken, zu nähren, mit der Quelle verbunden zu sein, sodass die Fülle durch dich fließen kann, dass du in dir nicht leer wirst. Das ist immer die erste Aufgabe, eine wesentliche Aufgabe, auf dich zu schauen, nicht aus dem Ego heraus, sondern aus diesem göttlichen Selbst heraus, aus dieser Liebe, aus diesem Selbstmitgefühl, Selbstachtung, welche Begriffe du dann auch verwendest, aus diesem Mütterlichen heraus, für dich zu sorgen, was dich weich und sanft, aber auch stark macht, wie ein Baum. Ja? Die Bäume sind so eine tolle Metapher, ein Sinnbild für diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Denn die Bäume, die sind so stabil, die an diese Wurzeln in die Erde haben, sind dann wirklich so mit der Materie, mit der Erde verbunden, wo die Mutter Erde sie nährt und oben die Äste, die Zweige, die das Licht und auch die Energie vom Kosmos, vom Himmel aufnehmen und das hier verbinden. Und man kann das nicht trennen, wenn man beim Baum trennt und oben alles wegschneidet, dann wird er krank oder eben die Wurzeln wegnimmt, dann stirbt er. Also es ist so ein tolles Sinnbild, der Baum für diese Verbindung zwischen Himmel und Erde und was du auch bist, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und entweder denkst du an einen Baum oder stellst einfach das vor. Das ist vielleicht leichter, das tiefer zu fühlen und zu spüren, denn es geht nicht ums Wissen vom Kopf her. Das dient nur als Übergang, um ins Gefühl, in das Leben, in das lebendige Leben hineinzukommen, in diese lebendige, erfüllende Fülle, dass du dich nährst und gefühlt wirst, ja, um dann wirklich aufzunehmen, was du brauchst und dann das zu geben, auszuatmen. Heute bleibe ich nur beim Atem. Das heißt, dass du dann dich wirklich gut hinstellst oder auch die Beine, die Fußsohlen am Boden hast und die gut fühlst, du kannst die Zehen bewegen, hinunterdrücken, so wirklich fest am Boden hin, um sie einfach zu spüren, zu fühlen, um den Boden unter dir wahrzunehmen. Ja, und es geht dann jetzt auch darum, dass du von der Mutter Erde das einatmest, was du brauchst. Ja. Mutter Erde, das ist das mütterliche Prinzip, was du von der Mutter, das ist oft so Sicherheit, Beständigkeit, Geborgenheit. Und es ist am besten auch die Augen zu schließen und das einfach so einzuatmen über die Fußsohlen von der Mutter Erde. Ja, die auch von ihrer Atmosphäre, die dich hier umhüllt. Diese Sicherheit, sich sicher zu fühlen, geborgen, aber auch stabil, beständig, ja. In dir ruhend verankert. Und wichtig ist, lass dir Zeit und ich lade dich ein, nicht sofort aufzugeben, wenn du es nicht fühlst oder wenn du jetzt die Weisheit noch nicht sofort erahnst, die dahinter steckt, wohin sie dich führen kann, begleiten kann. Probier es einfach ein paar Tage aus und du wirst wirklich erfüllender leben und mehr Harmonie in dir schaffen und in deinem Selbst. Und das ist ganz natürlich, dass es hinausstrahlt, denn du atmest aus und dann auch deine Umgebung mehr Harmonie erfährt. Wir brauchen das nicht kontrollieren, wir sollen das nicht schicken und senden irgendwohin, sondern sei du da selbst, denn der Atem, das Ausatmen, findet seinen Weg dorthin
wo es gebraucht wird, wo du es stärkst. Und das ist das eine. Und dann das Atmen, das ist Einatmen, also mal von der Erde noch einmal, dieses Einatmen, alles, was du von dieser weiblichen Energie, von diesem Mütterlichen brauchst, atme ein, lass dir Zeit, dass du es beginnst zu fühlen im Körper, Geist. Nach alle Seinsebenen und dann einatmen, den Kosmos vom Himmel, ja, wie der Baum, die Äste, die Blätter, dass es so frei ist. Alles, was du von männlichen Prinzip, von der männlichen Energie brauchst. Wie Schutz, Stärke und Klarheit zum Beispiel. Das einzuatmen. Denn so wie das Sinnbild vom Baum, der Baum braucht beides. Ja, sonst wird er krank oder er stirbt. So braucht der Mensch beides. Diese Verbindung. Und das führt dann auch zu diesem Ausgleich zwischen weiblich und dem Männlichen in dir. Und diese Atmung ist wichtig, das ins Gefühl zu bringen. Wenn du das wahrnimmst, dass sich alles erfüllt und in dem Moment, egal wie es außen ist, in dir diese Geborgenheit, ja, und diesen Schutz spürst. Und das ist das Einatmen. Und das wird dann alles ausgeatmet. Und diese Balance, das, was du dich jetzt ausatmest, wo du dich auch erfüllt hast, aufgetankt, genährt hast, das, dieses Ausatmen, diese Fülle geht hinaus in die Welt, in deine Umgebung. Und dieser Atem, diese Energie findet ihren Weg. Ja? Ihr braucht da nichts tun. Das ist immer so. Dieses erste Atmen und dann, also noch einmal auch vom Männlichen her, hol dir das, was du vom Männlichen brauchst. Das Weibliche kriegt Raum und das Männliche kriegt Raum. Kannst es ruhig auch benennen. Und es kommt dann auch hier, dass wirklich der Körper erfasst wird, der Geist, ja, der Energiekörper. Und du dich im Moment auch wirklich stiller und ruhiger fühlst. Wirklich lass dir Zeit damit, wiederhole es öfter am Tag und die nächsten 7 Tage, um da in diese tiefe Weisheit des Atems weiter fortzuschreiten und einzutauchen. Und die alltägliche, natürliche Atmung, dass ihr dann wieder gewahr werdet, ist auch so wichtig, auch ob ihr sprecht, aktiv seid, immer wieder zu schauen, wo bist du? Wenn du auf den Bauch atmest, atmet er, dehnt er sich aus, atmet ein und aus, oder bist du da herum? Wenn du herum bist, dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder zum Bauch. Diese Stabilität in deiner Mitte, in deinem Zentrum, wirklich auch tagsüber bewusst gewahr zu sein. Und auch, falls sich der Atem, falls sich die Energie verliert, durch Ängste, durch Stress, durch zu viel Tun oder auch zu viel mental, dann geh wieder in deine Mitte, deinen Bauchraum. Du kannst die Hände raufgeben, du kannst den Bauch ein bisschen massieren, du kannst mit der Hand ein bisschen dagegen pressen, um es wirklich zu fühlen. Es gibt ganz viele praktische Möglichkeiten. Es ist, eine, wie gesagt, eine bodenständige, lebendige Spiritualität, die hier zum Tragen kommt, die dann wirklich lebendig das, die Welt auch erfüllt durch dich und dich nährt. Und diese Fülle, heute mal von dieser Fülle, dass du auf dich achtest, auf dich schaust, um diese Fülle, um dich immer wieder zu füllen. Und dann ist das Geben, ja, Leichtigkeit. Dann ist das Geben, das empfängst, das Empfangen
Mutter Erde vom Himmel, dieses Empfangen, eine Harmonie und eine Leichtigkeit, ja. Und dann ist das Geben wirklich eine Freude, würde wieder Leichtigkeit sagen. Also noch einmal wirklich so von der Erde so einatmen und alles, was du von dem Weiblichen brauchst, und dir Zeit lassen. Und dann vom Himmel, vom Kosmos einatmen oder von der Quelle alles Seins, vom Göttlichen einatmen, was du alles brauchst, von diesem männlichen Prinzip wie Schutz, Klarheit und Stärke. Das ist sehr wesentlich. Und dann auch bei dir ruhen, in deiner Mitte, in deinem Zentrum, das wirken lassen. Und diese Atmung ist enorm erfüllend und lebendig. Und noch etwas auch zur Selbstliebe. Es geht auch darum, tief in diese Selbstliebe hineinzuwachsen. Die Selbstliebe ist eine Haltung, eine innere Haltung, eine Lebenseinstellung, ein Wissen, und dann in, das wirklich in einer tiefen Weisheit mündet. Aber ihr wisst, Weisheit ist eine Quelle. Weisheit ist nicht ein Satz oder ein Wort, es ist fertig. Weisheit sprudelt immer wieder, ja. Ebenso wie diese Quelle der Selbstliebe. Es sprudelt immer wieder und bringt Neues, ja, hervor. Auch neue Wahrnehmungen, neues Fühlen, neues Erkennen, neue Informationen im Gespräch, in der Meditation, im Alltag, während der Arbeit und im Austausch mit anderen Menschen. Also das noch zur Erinnerung, dass Weisheit ist etwas Dynamisches und statisch, nicht irgendwo eingefroren. Und wenn man irgendwo Weisheit erlangt hat, dann geht es erst richtig los. Das ist sehr wesentlich. Also die Selbstliebe geht auch darum, sich zu lieben, auch wenn andere Menschen urteilen oder dich verurteilen. Das ist so gemeint, wenn du, denn es ist bekannt, Selbstliebe, wenn man sagt, ich bin mit mir zufrieden oder mir gewisse Fehler unter Anführungszeichen akzeptiere ich, weil ich da das Mütterliche lebe, diese Liebe annehme und ja, mir das einfach erlaube und nicht bestrafe oder sanktioniere oder inneren Dialog führe von Abwertungen, hast du wieder nicht geschafft und so weiter, ja. Oder bist du nicht so weit und was da alles so dann auftauchen mag. Die Selbstliebe ist dann in der Punkt, wenn auch im Außen jemand etwas zu dir sagt, wenn du Angst hast, wenn irgendwann sonst alles super ist und dann hast du einen Moment, wo du ja, in einer tieferen Emotion drinnen bist und viele verstehen das nicht so, die dann werten und meinen, du bist nicht in der Selbstliebe. Kann passieren, dass du dann aus der Selbstliebe herausgehst, wenn du dich das nicht bewusst wirst, dass wenn du in so eine Emotion reinrutscht, ja, es kann eine Stunde sein, ein Vormittag, dann ist es wieder vorbei oder im Gedanken, egal was auch immer, oder im Außen eine Herausforderung, du sagst, ich gehe jetzt wohin, ich hole mir dann auch Unterstützung. Das ist dann eine Form der Liebe, da bist du jetzt gefordert, nicht im Außen, denn viele im Außen erkennen das noch nicht. Die haben unbewusste Idealbilder von der Selbstliebe, unbewusst deswegen, denn sie wissen, was sie wissen, aber im lebendigen Gespräch offenbaren sie sich, indem sie zum Beispiel dann darüber urteilen und dir sagen, jetzt bist du da in dem Schmerz, du weißt, du sollst dich mehr lieben und annehmen. Ja? Und es geht aber darum, wenn du das jetzt gerade erfährst, das ist vielleicht ein Moment, dass du dir erlaubst, das zu sein. Erlaube es dir, das zu sein. Erlaube es dir. Mit diesem Erlaubnis entspannt sich alles, es hört der Widerstand auf, der Krieg. Wie kann Widerstand und Krieg in dir entstehen? Durch Gedanken, durch Wissen, durch angelerntes Wissen, trainiertes Wissen, fremdes Wissen, egal. Indem der Kopf, der Verstand einfach etwas besser weiß, zum Beispiel, ja, und Gefühle und Emotionen unterdrückt oder es
durch irgendeine Methode loswerden möchte. Das ist dann auch ein Kampf, ein Widerstand. Oder im Außen, wo dann auch jemand dir dann sagt, wo es lang geht, dann wisse, bleibe bei dir, denn das Mütterliche und auch das neue Männliche stärkt dich, nährt dich, nimmt dich so, wie du bist. Und alleine das kann schon die Heilung, die Transformation, die Erlösung sein. Oder geht dann ins lebendige Gespräch oder einfach nur in dieser Stille oder auch die Hände auflegen, was gerade da ist, intuitiv. Also wirklich auf das zu achten, dass du nicht im Widerstand gehst, was dann diese Selbstliebe, denn die Mutter Erde und das Göttliche, die strafen nicht. Das ist, es gibt keine Bestrafungen, außer der Mensch tut es selbst und die Menschen untereinander, wobei die Bestrafungen sehr über den Verstand geht, über dieses Wissen, dieses alte Männliche, das sehr verstandesorientiert war und dadurch sehr viel Leid auch in der Welt geschehen ist, weil hier da diese Unbalance entstanden ist. Und so wie am Anfang durch die Atmung einmal zu beginnen, in dir diese Balance herzustellen, diese Harmonie, das sehr einfach klingt. Es ist wirklich einfach. Und diese Einfachheit hat eben diese große Wirkung. Es geht ja zurück zur Einfachheit und nicht den Kopf damit zu überfüttern, sondern es mehr ins Leben zu bringen. Denn Weisheit ist ja, sind die Erfahrungen, ist ja etwas Gelebtes, Lebendiges. Und das ist wirklich so wichtig. Und diese Selbstliebe, dass du da auf dich achtest und schaust. Und wenn du so mit dir umgehst, verändert sich deine Haltung zum Leben und auch zu anderen Menschen. Das wird dann, deine Werte werden ein höhere Werte sein. Höhere Werte, wirklich ein Miteinander, wirklich in Fürsorge zu leben, im Miteinander, im Mitgefühl, in der Liebe zu anderen Menschen, im tiefen Verstehen. Das brauchst du dann nicht machen über den Kopf, sondern es ist deine Natur, dein Wesen, dein Selbst, das herauskommt, wenn es andere nicht deiner Meinung entsprechen, deinen Werten. Ganz banal habe ich da etwas. Eine hat erzählt, also es geht um eine Familiensituation und die andere sagt, ja, ich verstehe das einfach nicht, wie kann man nur, sind ja doch die eigenen Eltern. Und dann nutzt keine Ausbildung, gar nichts, wenn es nicht tiefer reflektiert ins Leben integriert wird, sondern in dem Moment hat sie ihre Werte, ihre Meinung kundgetan, die Verständnislosigkeit dem gegenüber. Jetzt geht es aber darum, wenn wir wirklich in diesem Selbstliebe sind und so ausgeglichen und den anderen, dann hören wir den, der das Leid sagt und, was, und der etwas erzählt und geben nicht unsere Meinung, unsere Werte wieder. Das ist dann ein Rückgriff, wo keine reine Kommunikation stattfindet. Aus dem Moment heraus. Weil das Göttliche von der Mutter Erde würde das nie sagen. Ja? Und das ist so, diese Kleinigkeiten zu erkennen in der Haltung, wenn du zuhörst, was läuft da ab und dann kannst du es verändern. Aber wenn du es mit diesem Atem übst, ja, was ich am Anfang gesprochen habe, dann wird sich auch immer mehr dein Bewusstsein weiten und aus dem heraus diese Liebe, weil das, wenn du dich erfüllst und da so tief in Kontakt bist, ist auch diese Liebe und auch wenn du eben Unzulänglichkeiten hast, dass das wirklich eben das Mütterliche liebst und dir das erlaubst, dann ist Harmonie und Frieden und das Männliche dann da ist in dieser neuen Form, was dir eben diesen Schutz bietet, dass du das sein darfst, was du gerade bist, dann ist es auch im Außen mit der Welt, in der Stille oder auch im Ausdruck durch deine Tat und Handlung ein anderes Miteinander. Und es ist so wichtig zu erkennen und auch zu differenzieren, wenn du da anderen zuhörst und die dann ihre Meinung und Werte sagen, das ist völlig okay, aber es ist in gewissen Gesprächen überhaupt nicht gut oder förderlich.
denn es geht, diesen Augenblick geschehen zu lassen. Was heißt es, tiefer jemanden zu verstehen? Tiefer jemanden zu verstehen, ist wirklich hinzuhören. Das ist ja die Gegenwart, das ist ja diese Ewigkeit. Das ist, man weiß nicht, was in der nächsten Sekunde zum Ausdruck gebracht wird, was der andere sagt oder nicht sagt, wie du, was du hörst oder nicht hörst. Das Hörende, auch das Empfangende aus dem Allem, was du bist, in dieser inneren neuen Haltung und dieser Verbundenheit mit Himmel und Erde. Das ist so wundervoll und dorthin geht dir der Weg. Die Menschen, die wollen, ja, da über diese Brücke zu gehen, in diese neuen Dimensionen. Es gibt ja viel mehr, nicht der fünfte, ist ja eh klar. Aber es geht um diese neuen Dimensionen hier auf der Erde, der neue Umgang. Und das verlangt natürlich auch sehr viel Selbstreflexion. Und aber nicht als Kritik, weil hier ist jetzt die Liebe gefragt, wenn ich selbst reflektiere, im Ausmaß kommt, zu schauen oder wenn ich selber höre, denke, ah, da war ich so und so, dass ich da diese Liebe fühle. Es wichtig ist, dass du wenn du selbst reflektierst und mit etwas nicht zufrieden bist oder verändern möchtest, genau hier kommt es zum Tragen, wie sehr liebst du dich, ja, über dieses Selbst. Die Mutter Erde liebt dich uneingeschränkt. Der Himmel, der Göttliche, aus der göttlichen Quelle oder Gott, oder wie du es auch nennst, liebt dich uneingeschränkt. Das können ja andere Menschen machen, die das absprechen, oder eben du selbst. Aber wisse das, und das ist die neue Form, in diese Selbstliebe, diese neue Liebe hineinzuwachsen, dass ich dann auch wirklich über die Tat, über die innere Haltung, über das Sprechen zum Ausdruck bringt, aber auch über den Atem. Was du einatmest, ist es Aufnehmen, nähern diese Fülle und diese Fülle dann ausatmest. Ich lasse es jetzt einmal so gut sein und freue mich, wenn es dich inspiriert hat, in dir etwas aktiviert hat, um da tiefer ins Gefühl zu gehen, es auszuprobieren, oder tiefer zu erkunden, wenn du es schon kennst. Ich weiß einfach auch, dass die Menschen, die offenen Geist haben, Freigeist in der Freigeist sind, spüren und fühlen und wissen, was gesprochen wird. Weil bei einem Video habe ich erwähnt, dass Worte Schlüssel sind und Codes beinhalten, Energien übertragen und sich da etwas wieder tiefer erfahren lässt. Und dass dann, da ist was, wo dann so eine stille Freude da ist, vielleicht auch dann auch schon ein Kribbeln am Körper, sagt, da ist was, da kommt etwas Neues. Und das ist auch dieses Weibliche, diese Hingabe und der Schutz vom Männlichen, diesen Raum sich zu geben, dass dieses Neue, dieser Samen oder das Empfangen einmal von diesem Samen, das Empfangen, wie Maria Empfängnis, kennt ihr das? Und dass das dann wirklich aufgenommen wird und dass das genährt und sich entfalten darf. Und dieses Unbekannte, und so kann man auch in das Unbekannte mit Vertrauen stärken, hineinwachsen und keine Angst mehr davor zu haben. Ja, es gehört alles auch zu dieser neuen Liebe und wirklich ein liebender, selbstliebender Mensch, der hat ganz andere Ausstrahlung. Der kommt nicht über die Lippen, wenn er mit jemandem im Gespräch ist, das beurteilt oder bewertet wird, weil er sich kennt und sich so akzeptiert und liebt, dieser Kampf, dieser Krieg in ihm aufhört oder aufgehört hat und dadurch so tief verständnisvoll ist, dass das ja, die Heilung für die Welt auch ist. Und ja, desto mehr Menschen da hineintauchen und sich die Hände geben, und anders ziehen, ohne etwas ist tun zu wollen und aus dem Tun herauszugehen. Dieses Tun ist auch sehr stark männlich, sondern auf diesem Geschehen lassen und einfach sich einmal verbinden und einmal schauen, was dann die Wirkungen sind im Umfeld und in dir. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.